Hallo und einen schönen Montagvormittag. Hallo Klaus, schön, dass du da bist. Hallo Mel, hallo Chat. Ja, es ist Montag. Wir sind hier bei Dobby Live. Ihr habt eine wunderbare Stunde mit perspektivischen Figuren vor euch. Ich bin Melanie. Ich werde heute ein bisschen mit Klaus mit illustrieren, mit zeichnen und hoffentlich ganz viel lernen, weil perspektivische Figuren ganz oben auf meiner To-Do-Liste sind. Klaus, du bist heute nicht das erste Mal bei uns, sondern schon gern gesehener Gast und es ist immer sehr lehrreich mit dir. Du bist Storyboard Artist, kommst direkt von der Dev und Gamescom und hast an wunderbaren Arbeiten oder wunderbaren Games mitgearbeitet, unter anderem einer meiner Favorites, Horizon Forbidden West. Und bist heute hier, um uns mal so ein paar Basics zum perspektivischen Figurenzeichnung mitzugeben. Ja, genau. Ja, ich komme gerade von der Gamescom. Man merkt, dass meine Stimme ist noch so ein bisschen mitgenommen. Ich war vorher noch auf der DevCom, der Developers Conference, habe noch einen Talk gegeben über Death by a Thousand Cutscenes. Also wie man Cutscenes überlebt oder wie man Cutscenes macht. Also Cinematics für AAA-Computerspiele. Das war so ein bisschen ein Talk mehr über das Warum, mehr als wie das Wie. Und heute sind wir so ein bisschen mehr beim Wie, sondern wie zeichnen wir was dynamisch und wie setzen wir eine Figur dynamisch in Perspektive. Du hast es wunderbar zusammengefasst. Hallo auch alle im Chat. Hallo Gelana, Stefan ist da, Katrin, Doris, Tim begleitet uns wie immer im Hintergrund und wird ein bisschen hin und her schalten heute, weil das Besondere an dem Stream heute ist, ich werde ein bisschen mitarbeiten und tatsächlich schon die Tipps, die du gibst, versuchen umzusetzen. Und ich hoffe, das macht der Chat genauso. Also falls ihr eure Tablets dabei habt, eure iPads, spitzt die Bleistifte und macht gerne mit. So lernt man am besten und so kann man das Feedback von Klaus am Ende auch am besten einarbeiten. Klaus, Ja, sagen wir direkt, nee, weißt du, was ich noch vergessen habe? Ich habe hau noch rein. vergessen zu sagen, für alle, die bei YouTube sind, kommt zu Behance, hier ist der Chat. Ich sage es heute zum letzten Mal, das sage ich nie wieder, ich sage das immer, bei Behance ist the place to be, der Rest ist Schmarrn. Hier gibt es einen Chat, hier lesen wir vor, was passiert. Und hier könnt ihr natürlich auch eure Fragen an Klaus stellen, die ich gerne weitergebe. Ja, das wäre super, ein So. paar Fragen reinzukriegen. Das wär absolut klasse. Auf jeden Fall. Und perspektivisch zeichnen ist ja so eine Sache, die habe ich lange auf der Liste und ich stolper immer wieder über ähnliche Dinge und ich habe ein paar Fragen für dich vorbereitet heute. Aber zuerst müssen wir natürlich ein bisschen Wissen reinkriegen. Ich freue mich wahnsinnig drauf, von dir nochmal so ein komplett umfangreiches Paket ein Wissen zu kriegen, weil ich natürlich ja, wie schon gesagt, immer wieder an den gleichen Dingen stolpere und hoffentlich heute mal drüber hinwegkommen kann. Ja, ich glaube, ich stolpere heute hauptsächlich über meine Stimme, und darüber, dass ich mal 6 bis 12 Mal Wasser trinken muss. Das ist okay, alle trinken mit zu Hause, solange es Wasser ist und kein Schnaps, sollte man den Stream Das gut werden bis wir dann zum sehen. Ende trinken. Ansonsten werden die Linien, die ich zeichne, zu kreativ, wenn es, glaube ich, Schnaps wäre. Also draw lines, don't sniff them, ist meine große Regel. Ja, das müssen wir dann mal umdrehen. Dann würde ich den Stream machen und du zeichnest den Hintergrund mit. Dann können wir mal so ein Trinkspiel draus machen. Aber heute, nach einer Woche Feiern auf der Gamescom, gibt es was Lehrreiches. Perspektivische Figuren, Klaus, the stage is yours. Ich gebe mal an dich weiter, um was zu lernen. Ja, wir gucken mal rein. Ah, mein Photoshop funktioniert schon mal. Das ist schon mal sehr, sehr schön. Ich kann Linien malen. Das ist toll. Oh, wir sehen im Hintergrund sogar schon was. Und zwar ein Megatron. Das ist einer von den bösen Decepticons, von den Transformers. Das ist ein Cover, das ich 2007 gezeichnet habe. Ist schon ein kleines bisschen älter für die All Hail Megatron-Serie. Wer die noch kennt von IDW Publishing. Damals, als ich noch mehr Comics gemacht habe. Und den habe ich mitgebracht, weil der A, eine coole Illu ist. Und B, kann man da richtig gut Perspektive dran sehen und sozusagen, dass menschliche Figuren eigentlich im Endeffekt auch aus Blöcken aufgebaut sind. Ich habe auch hier links so ein paar Basic Perspective-Sachen mitgebracht. Die kennen die meisten wahrscheinlich. Die werden wir nur super kurz ansprechen. Die kann man sich sicherlich auch noch mal woanders herholen, aus dem Internet oder von Behance, von Adobe Live, wo jemand darüber spricht. Ich will das nur so ein ganz kleines bisschen anreißen, dass wir alle auf derselben Ebene sind und dieselbe Idee davon haben.
Der Megatron ist halt cool, oder diese Roboter sind halt cool, weil die so einfach sind. Jedenfalls die Zeichentrick-Transformer, die von Michael Bay, die sind super kompliziert. Die sehen im Endeffekt aus wie ein Autounfall, wo das ganze Blech zusammengeschoben ist und jetzt jemand mit einer Spraydose rübergegangen. Und man kann auf den ersten Blick, ich jedenfalls, kann nicht Starscream von Megatron unterscheiden auf den ersten Blick. Das ist halt ein bisschen schade, aber jeder ist halt Fan von anderen Sachen. Wer die Michael Bay Sachen toll findet, der soll viel Spaß damit haben. Ich zeichne sie nur nicht so gerne, weil das so aufwendig ist, nicht? Roboter ist hart. Aber wenn wir hier mal so eine Ebene drüber legen zum Beispiel und so ein bisschen reinzeichnen, dann erkennen wir sofort super, super simple Formen halt. Ne? Hier haben wir so einen Quader. Ne? Und wir sehen auch zum Beispiel, der Oberkörper ist im Endeffekt auch nur so ein Quader. Ne? Und wenn wir so minimal perspektivisch zeichnen können, dann wird da sofort ein geometrisches, also dann wird da sofort eine Figur draus. Und das Ganze scheint sofort eine Ecke einfacher zu sein. Hier haben wir zum Beispiel einen Oberschenkel, den sehen wir einfach nur so. Und dann haben wir hier einen riesigen Unterschenkel. Ja? Der ist sehr unterschiedlich groß. Und im Hintergrund haben wir das Ganze nochmal. Wir können wirklich die Linien nachzeichnen und machen da sehr einfach Boxen draus sozusagen. Und so wird daraus eine humanoide Figur. Und genauso können wir unseren menschlichen Körper auch aufbauen. Das ist das Tolle daran. Ich habe das schon mal, glaube ich, erwähnt. Und zwar mit dem Röhrenmännchen haben wir da sehr, sehr viel Spaß gehabt in der Vergangenheit. Und das war so eine Zeichnung, die war aus einem anderen wunderschönen Livestream mit uns beiden, mit Mel und Klaus. Und da haben wir gesehen, dass so eine Figur, wenn man die von vorne gerade stehend zeichnet, sehr, sehr steif ist, sehr, sehr roboterartig dasteht. Es gibt sehr viele Horizontalen und Vertikalen ganz automatisch aus dem Stand. Und die Horizontalen und die vertikalen Linien parallel zum Blattrand, die sind immer sehr, sehr steif. Und da haben wir gesagt, haha, aber wenn wir dieses ganze Männchen in einen Kasten reinstellen, also wenn wir in der Lage sind, so einen Kasten perspektivisch zu zeichnen, dann können wir auch quasi alles andere herleiten. Natürlich, um sowas schnell mal aus der Hand zu zeichnen, brauchst du ein paar Jahre, ein kleines bisschen Übung. Zum Live-Drawing gehen ist immer super, um die echte Anatomie drauf zu haben. Habe ich damals nicht gemacht. Also mit 16 wollten meine Eltern mich zum Aktzeichnen schicken. Und ich so, nee, ich will doch keine nackten Menschen zeichnen. Ich will Superhelden zeichnen. Dass das im Endeffekt dasselbe ist, das habe ich damals mit 16 noch nicht gewusst. True Story. Ist ja auch schwierig, weißt du? Das klingt so, Aktzeichnen klingt ja schon ein bisschen langweilig, aber müsste man denen mal ein Superhelden-Cape anziehen und wäre alles viel spannender. Das ist überhaupt nicht langweilig und die brauchen auch tatsächlich gar kein Cape, wobei Drapery, Fall von Kleidung ja toll zu wissen ist und zu können, und wir haben ja in unserem letzten oder in meinem letzten Chat letztens mit Adobe Live habe ich darüber gesprochen, wie man ein Superhelden-Cape illustriert, und das war für manche Leute auch schon sehr interessant. Und für mich damals auch, als ich es gelernt habe. Hier haben wir aber, wie gesagt, horizontale Linien. Ne? Die male ich hier mal stark ein. Und jetzt nehme ich mal da kann ich das wieder rausnehmen. Und diese Linien sehen wir hier sozusagen wieder. Die sind nur in Perspektive und die laufen halt, konvergieren halt auf einen Fluchtpunkt zu. Und das ist eigentlich schon die große Erleuchtung, die wir brauchen für die generelle grobe Umsetzung, für Figuren perspektivisch darzustellen. Ja, die wirkliche Basis dafür ist natürlich die Theorie über Fluchtpunkte. Und ich habe ja ganz... Jetzt wird es spannend, weil ich kenne ja die Streams und kann mich gut daran erinnern. Und wenn ich so sehe, wie du die geometrischen Formen nachzeichnest, das verstehe ich alles. Aber irgendwo ist da trotzdem der Punkt drin, weißt du? Irgendwas klappt nicht. Und ja, Stefan meint im Chat auch gerade, ist so simpel der Trick mit dem Kastenzeichnen, also mit den geometrischen Formen, und so hilfreich. Auf jeden Fall ist ein guter Start, aber da muss doch noch was dahinter sein, dass du uns verschwiegen hast, Klaus. Bestimmt. Wir kommen dazu auch gleich noch. Also wir kommen noch ein kleines bisschen zu Dynamic Foreshortening, dynamischer Vorverkürzung. So nennen das die Profis. Ich glaube auch im Buch How to Draw Comics the Marvel Way. Das hatte ich hier doch irgendwo. Da wird das auch nochmal drin erklärt. Das kann ich nur empfehlen. Vielleicht packt Tim nochmal das Ganze in den Link. How to Draw Comics the Marvel Way. Ganz fantastisches Buch über dynamisches Figurenzeichnen und wie man halt für Marvel Comics zeichnet sozusagen. Das hier ist ein ganz einfaches Perspektiverklärungstool von mir, das ich, glaube ich, vor
ungefähr 20 Jahren mal gezeichnet habe, so als ich noch Volkshochschulkurse gegeben habe damals. Und das zeigt, ich nehme mir meine Farbe. Nee, das sind Graustufen, da brauche ich gar keine Farbe nehmen. Das hilft gar nicht. Ja, wir sehen ja H, das ist die Horizontlinie. Und das hier ist das Einfluchtpunktsystem. Ich gehe noch ein bisschen näher ran. Upsi. So. Und ja, wir haben eine Horizontlinie, die ist cool. Und wir sehen, dass alle Kanten eines Würfels, die weg von uns gehen, die in der sogenannten Z-Achse gehen, nicht Y, X oder Y, sondern wirklich Z in die Tiefe rein, die konvergieren auf diesen wunderschönen Fluchtpunkt. Das machen die, wenn die gleich zum gleichen Fluchtpunkt ausgerichtet sind. Diese beiden Boxen sind das. Und das Interessante dabei ist, dass wenn die Box der Kasten über dem Horizont ist, dann können wir die Unterseite sehen. Und wenn er genau da drauf ist, können wir weder die Unter- noch die Oberseite sehen, aber wir sehen hoffentlich die Seite. Die Idee ist immer, bei allen Zeichnungen möglichst viel Perspektive einzubauen, möglichst viel Dreidimensionalität einzubauen. Das hier ist zwar auch eine Box, könnte aber auch ein Quader sein, könnte langgezogen sein. Wir wissen das alles nicht, ne? Und sobald wir anfangen, eine zweite Dimension reinzubauen, wird das irgendwie schon mal besser. Ne? Das ist aber irgendwie immer noch nicht genug. Es wäre halt viel cooler, wenn so ein Kasten sofort leicht verzerren in Photoshop eine tolle Dreidimensionalität hätte. Ja? Und wenn ich dann diese Linie parallel zu der anderen setze, dann habe ich quasi einen isometrischen Kasten. Der ist isometrisch, der ist überall gleich. Und das ist für den Mathematikunterricht toll. Das ist ein Zentimeter, diese Strecke ist ein Zentimeter, die Strecke hier oben ist ein Zentimeter. Ich kann das alles abmessen wie ein Architekt und weiß genau Bescheid. So funktioniert die Realität aber nicht. Wenn der Kasten viel länger wird, dann konvergiert der halt irgendwann auf den Fluchtpunkt. Ne? Und ja, dieser Übergang ist schwierig und das Ganze zu berechnen im Kopf ist manchmal auch schwierig, gerade bei Menschen. Das Tolle ist, das sehen wir gleich, wenn wir Menschen zeichnen, sind wir ein bisschen, ich wollte gerade sagen abstrakter, wir sind ein bisschen anatomischer unterwegs. Das ist alles ein bisschen weicher, das ist alles ein bisschen fliegender. Und kein Comicverlag der Welt erwartet, dass du perspektivisch wie ein Computer gerendert, genau auf den Pixel, auf die Größen genau eine Vorverkürzung hinzeichnen kannst. Wenn ich jetzt zum Beispiel meine Faust nach vorne mache, ist die riesig groß. Wenn ich meine Faust nach hinten mache, ist die winzig klein, als wenn ich gar keine Faust hätte da dran an dem mickrigen Arm. Und das im Kopf zu berechnen, ist super schwer. Aber wir müssen einfach wissen, wann wird es größer, wann wird es kleiner. Und da kommen wir gleich zu. Wir sind aber noch bei den Basics. Ich bin gespannt. Basics kommt mir bekannt vor aus dem Mathematikunterricht, wie du es schon erwähnt hast, oder eben aus dem Kunstunterricht, aber weiter als geometrische Form bin ich leider nicht gekommen. Deshalb bin ich gespannt, was danach kommt. Ja, ich hab irgendwann mal sehen müssen, dass das echte Anatomie, so Knochen und Muskeln und so, dass die in Menschen drinne sind. Weil ich habe früher halt so von Anime-Serien abgezeichnet und die hatten halt riesige Augen, die Proportionen waren halt anders und ich hatte nie die Vorstellung, wie da jetzt wirklich so ein Schädel drinne ist in so einem Kopf. Das war total strange für mich, das denn irgendwann zu erfahren, aus Anatomiebüchern auch. Und dass da irgendwie unter so einem Arm, dass da mehrere Muskeln drinne sind und mehrere Knochen teilweise, die sich auch noch gegeneinander verdrehen. Und da wurde das Ganze kompliziert. Ist aber nicht mega kompliziert. Man muss es nicht komplizierter machen, als es ist. Wenn wir zwei Fluchtpunkte haben, wird das Ganze ein bisschen interessanter hier. Und zwar sehen wir dann, dass alle Linien, die zu uns, also die hoch ausgerichtet sind, laufen immer noch von oben nach unten, genau wie bei der Einfluchtpunktperspektive. Und alles, was von uns weggeht, sozusagen konvergiert auf einen der beiden Fluchtpunkte. Wir könnten jetzt hier eine Linie ziehen, die von hier geht zu dem zweiten Fluchtpunkt. Und dann könnte ich hier gepunktet eine Linie einbauen. Und wahrscheinlich wäre es so, dass ich das genau hier treffen würde. Diese Linie würde natürlich zu einem anderen Fluchtpunkt konvergieren und dann würde ich hier nochmal eine Linie einbauen und dann hätten wir da einen Kasten sozusagen, der transparent ist. Wieder sehen wir, dass wenn der Kasten sich unterhalb des Fluchtpunktes befindet, des Horizontes sich befindet, dass wir oben drauf gucken. Jetzt schauen wir oben drauf. Hier sehen wir das Ganze nicht. Wichtig dabei zu wissen ist, dass dieser Horizont unsere Augenhöhe ist. Genau da sind unsere Augen. Diese Connection muss man machen. Die wurde mir jahrelang nicht erklärt. Das hat mir keiner gesagt. Aber es gab damals kein Internet. Es gab damals kein Adobe Live. Und ich hätte nur das richtige Buch haben müssen. Aber das hatte ich nicht. Das war nicht verfügbar. Woher sollte ich das auch wissen?
Und das erklärt dann halt auch, wann wir hier runter gucken können, weil es halt leicht unter unseren Augen ist und das jetzt genau auf unseren Augen. Und das war dann ja, wahrscheinlich auch, wenn man das Storyboard sieht, die Kameraperspektive, oder? Richtig, genau. Da ist eindeutig immer unsere Kamera und je nachdem, wie hoch oder niedrig wir das in den Frame einbauen, wissen wir, die Kamera ist höher oder niedriger. Und dann entstehen auch möglicherweise solche Bilder hier, wie das mit dem dritten Fluchtpunkt, wo wir einen dritten Fluchtpunkt haben und diese Vertikallinien, die in der Realität wirklich vertikal sind, jetzt auf einen Fluchtpunkt nach unten konvergieren, irgendwo zum Zentrum der Erde. Und das Interessante auch oder ein guter Tipp ist, dass diese Fluchtpunkte normalerweise nicht mit dem Bild sind. Bitte, bitte macht das nicht. Warte mal kurz. Ich ziehe mal ganz kurz einen Frame hoch. Ja? Also wenn wir einen Storyboard-Frame zeichnen würden und würden den zum Beispiel so reinbauen und wir haben halt meinetwegen Superman, der durch die Gegend fliegt. Ich meine, einen ganz schlechten Superman. Flup, flup. Das Superman, hier ist es erst drauf hinten, das sind seine Haare. Der fliegt durch die Gegend. Ja? Denn das ist halt schön, wenn er halt zum Beispiel über die Stadt fliegt und wir können runtergucken und sehen, was da passiert mit den Autos. Aber ich würde nicht diesen Fluchtpunkt wählen, weil da wären dann andere Gebäude drin, die auch dahin konvertieren. Das wäre halt nicht so schlau. Ne? Das wäre zum Beispiel auch ein völlig akzeptabler Frame. Ne? Oder er fliegt hier rüber und startet von dem Gebäude aus möglicherweise. Das sind alles okay Frames. Nicht unbedingt den Fluchtpunkt damit reinmachen. Das hat auch dann ganz oft ganz sehr starke Force-Wirkung, also sehr viel Kraft, weil ganz viele Linien halt darauf konvergieren und das zieht die Aufmerksamkeit dahin. Und dann wird es kompositorisch schwer, da sozusagen gegenzuarbeiten. Finde ich super, dass du es gerade gezeigt hast, weil man auch sieht, wie das Ganze schon bewegt aussehen könnte. Weißt du, man sieht richtig, wie sich auch der Fokuspunkt von dem ganzen Bild verändert, je nachdem, wo du die Figur positionierst. Ja, aber wenn ich zum Beispiel halt hier ein Gebäude reinbaue und ich mache hier Perspektivlinien, das ist hier eine Straße und die verkleinert sich nach dahin und hier sind mehrere Gebäude und da sind Straßenlaternen und die gehen alle auf den Fluchtpunkt zu. Ne? Das sehen wir hier, die sind alle an demselben Punkt, ne? Die Straßenlaternen, und dann habe ich möglicherweise hier hinten noch mehr Gebäude, die auch alle auf den Fluchtpunkt zu konvergieren. Und dann, wenn ich dann noch eine Figur mit ins Bild packe, die sozusagen hier irgendwie spazieren geht, in dem Bild drin, dann wird es schwer, auf diese Figur zu achten, weil alle Linien urplötzlich auf diesen einen Fluchtpunkt zugehen. Es nennt sich auch Edge Direction, also die Kantenrichtung sozusagen, gibt uns sehr, sehr viel Information, wo wir wirklich hingucken wollen. Und kompositorisch leiten wir gerne das Auge dahin. Das hat aber mit Komposition zu tun, das hat nicht unbedingt jetzt mit den dynamischen Figuren zu tun. Trotzdem ist es gut, mal drüber gesprochen zu haben. Auf jeden Fall. Finde ich super spannend. Klaus, wie du weißt, ich könnte dir stundenlang zuhören und die Zeit ist immer viel zu knapp. Du musst einfach öfter kommen und uns zu ganz vielen Themen Dinge erzählen. Ich versuche das gerne. Ich habe auch noch eine Übung gemacht, die habe ich gestern Abend gemacht, weil ich habe diese Perspektive darüber gesprochen, habe ich wirklich seit vielen, vielen Jahren nicht. Und in den Kursen, die ich gebe momentan, das ist alles eher um das Warum und um Story geht es da ganz stark und weniger ums Zeichnen. Und ich habe mal eine Exercise gemacht, die habe ich damals auf einem Overhead-Projektor gemacht und hier in Photoshop, das waren noch Zeiten, was. Ich habe das gestern mal ganz schnell zusammengebraten hier. Und ihr seht, ich habe in diesem Bild, ich habe da genau dieses Teil genommen. Ne? Ich habe dieses Zwei-Fluchtpunkt-Teil da rausgeschnitten, habe das da mit reingebaut und habe einfach das mehr hingebaut. Weil, was ja auch auffällt sozusagen ist, wenn ich das, Steuerung A, Steuerung T, wenn ich das hier umdrehe, 180 Grad, ups, na, komm her. Wenn ich das 180 Grad umdrehe, das ist genau dasselbe. Ne? Also dieser Kasten schwebt jetzt halt oben und nicht unter dem Horizont. Unsere Augen gucken jetzt hoch auf das Ding, genau dasselbe hier. Aber würde ich wirklich ein Gebäude so bauen? Nee, würde ich halt nicht. Wir haben eben gesehen, der kleine Rahmen sollte hier oben sein und nicht da unten. Das heißt, der oberste Fluchtpunkt ist ganz oft nicht mit im Bild und unten gibt es gar keinen. Das wäre dann total strange, das zu machen. Kann man aber machen, habe ich aber mal gemacht. Aber wie kommt das und was für einen Effekt hat das Ganze? Und das habe ich hier zusammengebaut. Ich habe gesagt, hier ist meine Horizontlinie mittig im Bild. Und jetzt habe ich einfach mal dieses Teil da drunter gesetzt. Und theoretisch wissen wir, das hier ist ja irgendwie nicht falsch. Und das hier ist auch nicht falsch. Es müsste also auch irgendwie zusammengehen. Ich kann da jetzt zum Beispiel in dieses untere Ding
kann ich jetzt einfach mal ein Grid reinlegen. Dann haben wir da Fenster drin. Je größer die Fenster sind, je kleiner das Gebäude. Je mehr Fenster, je größer erscheint das Gebäude. Und ich kann dann natürlich auch rangehen und sagen, pass mal auf, ich male da so ein bisschen was dazu. Wir gucken runter, das ist ein Gebäude. Also male ich so ein paar Autos mit rein. Da habe ich so ein paar Straßenlaternen mit reingemalt, so ein paar Autos. Wir können uns das jetzt viel besser vorstellen, wie das Ganze funktioniert. Coole Sache das. Ne? Und das Ganze kann ich hier oben auch machen. Ich kann da oben das einfach Copy-Paste nochmal dran setzen. Ist natürlich völlig extrem, was jetzt hier gerade passiert. Wie kann das sein, dass wir das in einem Bild sehen? Und natürlich ist das nicht möglich, dass wir das in einem Bild sehen. Aber wir zeichnen das hier in einem Bild. Also wenn ihr das in einem Bild im Comic zeichnet, wird das sehr wahrscheinlich ein bisschen strange aussehen, weil es gibt halt diese Mittelsektion, die wir auch noch illustrieren müssen. Und was da passiert, ist Folgendes. Ich nehme die mal ganz kurz weg oder ich lasse die einfach mal da und aktiviere hier mal die Mittelsektion. Bumm. Jetzt habe ich da so eine Mittelsektion gemalt. Und auch da kann ich in die Mittelsektion, kann ich zum Beispiel mal sagen, da male ich ein Büro rein, da sitzt einer am Schreibtisch, die Chefin und der Gehilfe bringt gerade ein paar Akten vorbei. Habe ich so eine Szene illustriert. Ne? Und wir sehen hier, die Linien konvergieren runter auf eine Horizontlinie, die irgendwo hier in der Mitte ist. Ne? Wenn ich die jetzt einfach hochziehe hier, dann sehen wir hier noch die Mittellinie. Ne? Und wir sehen noch, das passt ungefähr zu den Linien hin. Und jetzt passiert halt was ganz Interessantes. Wir sind jetzt quasi in einer Kamera drin. Und wenn wir das Ganze so ein bisschen widescreen ziehen, dann sehen wir jetzt auf diese Kante von dem Gebäude. Und wenn wir die Kamera jetzt ein kleines bisschen nach unten bewegen, dann ist das so, als wenn sich die Kamera tiltet nach unten und die Perspektive geht nach unten zu der Straße. Und wir sind Superman, wir fliegen vor dem Fenster, vor dem Sekretär und der Chefin, gucken runter auf die Straße. Und dann gehen wir wieder mit der Kamera hoch. Dahin. Und schauen uns einfach mal an, was hier oben passiert. Und oben kann ich natürlich auch was einzeichnen, das habe ich jetzt noch gar nicht eingeblendet. Blub. Können wir ein Hotel oben drauf schreiben, das konvergiert natürlich auch dementsprechend. Vielleicht haben wir sogar noch einen Superman mit im Bild. Zoomen ein kleines Stückchen raus, um den auch noch mit reinzukriegen. Wir sehen die Wolken von unten, die fliegen ja da oben drüber perspektivisch. Und im Endeffekt ist das halt das Dach vom Hotel. Das heißt, wir haben alles in eine Zeichnung gemacht, aber wir sehen es nicht gleichzeitig. Und so funktioniert teilweise in Cartoons diese Panoramic Background Paintings, im Disney-Style sozusagen, dass wir runtergucken von dem Dach und im Endeffekt wollen wir zeigen, da oben waren die Leute, die sich alle unterhalten haben und unten auf der Straße passiert unsere nächste Szene und dann pennen wir darunter. Entschuldigung, wir tilten darunter. Pan ist eine horizontale Bewegung. Pan, tilt ist eine vertikale Bewegung der Kamera. Gucken runter und sehen die Autos, wo unsere nächste Szene stattfindet. Ah, das ist super cool, vor allem jetzt, wo ja alles bewegter wird und es ja immer mehr bewegt. Gibt und viele Illustratorinnen und Illustratoren nicht genau wissen, wie sie das Ganze machen sollen. Man hat ja trotzdem ein statisches Bild. Man muss nichts animieren. Also man würde ja einfach nur über die Kamerabewegung reinbringen. Genau, und wenn das zum Beispiel eine 3-Sekunden Kamerabewegung ist und wir haben also 21, 22, 23 runter, wir haben 23 Frames per Second. Und man würde das zeichnerisch umsetzen mit der entsprechenden Verzerrung da drin, dann wären das halt 23 mal 3. Das wären 69 Bilder, die gezeichnet werden müssen, die koloriert werden müssen und so weiter und so fort. Ja, das ist viel Arbeit. Also vielleicht einfach einen Background Painter ransetzen, der macht das dann schon. Und so sieht das Ganze dann aus. Wenn das echt ist, also wenn das echt gezeichnet ist, sieht natürlich komisch aus, total verzerrt. Das würden wir halt nie wirklich so sehen. Deswegen, den Fluchtpunkte immer außerhalb des Blattes lassen und überlegen, gucke ich von oben nach unten oder gucke ich gerade drauf. Und wenn man gerade drauf guckt, dann ist es auch überhaupt gar keine Schande, wenn man sagt, ich mache eine Zwei-Fluchtpunkt-Perspektive zum Beispiel. Oder auch eine Ein-Fluchtpunkt-Perspektive, wobei das nicht wirklich nötig ist meist. Diese Linien, die hier horizontal sind, die kann man eigentlich auch auf dem Fluchtpunkt hier irgendwo außen konvergieren lassen. Das heißt, wir haben jetzt ein, zwei und drei Fluchtpunkt Grid grundsätzlich, das da dahinter liegt. Wie würde man das letzte nennen, das du gezeigt hast, wo du wirklich die komplette Kamerafahrt mit draufbringen kannst? Gibt es da auch einen Namen dafür? Oh mein Gott, das müsste ich jetzt researchen, das habe ich nicht. einfach mal, ja, vielleicht online googeln, wenn es jemand findet, sagt mir Bescheid, schreibt mir eine Mail oder haut mich an auf Social Media, auf @storyboardklaus, schickt mir eine Nachricht. Ja, das ist halt eine Vier-Fluchtpunkt-Perspektive, Panoramic Background Painting.
in 2D-Animationen. Das wären wahrscheinlich die Stichpunkte, nach denen man gucken müsste. Disney hat das halt auch gemacht, aber ich weiß nicht, wie viel Material man wirklich dazu findet. Heutzutage kann man das natürlich mit 3D hinbauen. Da ist es wirklich mit der Verzerrung mit dabei. Und das ist wahrscheinlich sogar einfacher, als den Painter dahin zu setzen. Das in 3D zu rendern und dann einen Toon-Filter rüberzulegen, sodass es dann wie animiert aussieht. Aber das wollen wir ja nicht. Wir sind ja hier, um selber zu lernen und nicht 3D zu modellieren. Und das ist ja viel spannender. Es gibt ja wahnsinnig viele Illustratoren, die eine wunderbare Technik haben, aber genau bei der Perspektive dann irgendwie so kleine Glitches drin haben und immer wieder dran scheitern. Andrea schlägt übrigens vor, das Ganze Schawinski-Perspektive zu nennen. Ach, das ist zu viel der Ehre. Da sitze ich nur auf den Schultern von anderen Riesen, von denen ich das abgeguckt habe. Und das ist einfach eine Vier-Fluchtpunkt-Perspektive. Die Schawinski-Perspektive ist wahrscheinlich eine sehr asymmetrische, leicht verschobene, irgendwie lustig aussehende. Dirk stellt nochmal die Grundsatzfrage zum Schluss. Also sind Fluchtpunkte Pflichtpunkte in jeder Umsetzung? Das ist eine super schwierige Frage. Ich würde sagen, theoretisch ja, aber ich war halt leider jemand, also jeder hat bestimmte Talente. Mein Talent ist zum Beispiel nicht Farbe. Mein Talent ist es nicht, attraktive, wunderschöne Frauen zu zeichnen oder super niedliche Dinge unbedingt, sondern mein Talent ist eher gritty guys with guns, also harte, coole, kratzige Szenen, dynamische Szenen, und ich bringe zum Beispiel im Strich immer eine gewisse Asymmetrie mit aus meinem Gehirn raus. Das geht nicht immer perfekt gerade und das macht Sachen automatisch dynamisch. Ich habe auch die Fähigkeit, aus dem Kopf Fluchtpunktperspektive zu faken, und es kommt echt rüber. Ich brauche die nicht mehr aufsetzen, aber andere Leute müssen das machen. Das Problem ist halt, wenn man jetzt ein richtiges Painting macht, wo man wirklich 40 Stunden dran sitzt, dann sollte man die wirklich konstruieren. Wenn man 10 Minuten lang ein Storyboard zeichnet, naja, dann reicht es auch gut hingefaked. Also, das ist auch ein guter Anhaltspunkt. 10 Minuten für ein Storyboard, das schreibe ich mir gleich auf. Dann ist das völlig okay. Und ich habe auch vor, eine Skizze zu machen heute halt hier mit dir zusammen. Und wir haben jetzt nur eine halbe Stunde. Das heißt, wir sollten damit wahrscheinlich loslegen. Ich bin gespannt und bereit. Mein Bleistift ist gespitzt. Ich habe ja heute, du weißt ja, ich bin ja sonst so ein Fresco-Fan. Heute habe ich für dich noch einmal Photoshop bereitgestellt und werde das wieder mal ausprobieren. In Fresco gibt es ja, das sind wir ein bisschen verwöhnt, da gibt es dieses perspektivische Grid, kann man sich ganz einfach anlegen. In Photoshop müsste man einen kleinen Workaround machen, aber funktioniert genauso. Aber Klaus, lass uns loslegen. Ja, also ich kann ja zum Beispiel einfach, ich würde zum Beispiel mit dem Horizonten anfangen, ja, und dann würde ich zum Beispiel einen Fluchtpunkt mir auswählen, den würde ich zum Beispiel nicht, also wenn ich jetzt eine Fluchtpunktperspektive mache, würde ich niemals gerade mitten ins Bild setzen, ne? Das ist ja langweilig. Also ich mache jetzt mal das Langweiligste, was es gibt, packen das direkt hier rein, ich mache das wirklich händisch, ne? Das ist kein Fake. Alles mit der Hand ungefähr hingemalt, ja. Aber da ich ja in Photoshop bin, kann ich das jetzt ein bisschen größer ziehen, damit es auch vernünftiger aussieht. Und ich kann das ganz locker mal zur Seite aussetzen. Und schon ergibt sich da eine andere Perspektive in der Sache drin. Schon ergibt sich mehr Dynamik, weil es einfach nicht mehr so perfekt symmetrisch ist. Den zweiten Trick, den ich machen kann, um mehr Dynamik reinzukriegen, das hat jetzt noch nicht mit der Figur zu tun, sondern eher mit dem Hintergrund. Ich kann, wenn ich Lust habe, einen Dutch Angle reinbringen. Ich tilte den Horizon ganz, ganz leicht. Ne? Schon wird das Ganze mehr so ein bisschen wie ein Flugzeug. Ja, da fliegt irgendwas durch die Gegend möglicherweise. Könnte ich mir vorstellen. Könnte Superman sein. Könnte ein Sportler sein. Fußballer, der losspringt, um irgendwie an den Ball zu kommen. Diego Maradona, der unbedingt noch mit dem Kopf an den Ball dran muss. Und vielleicht zeichne ich sowas jetzt auch. Also die Idee hatte ich neulich schon, Fußballer zu machen. Und ich glaube, das wäre ganz cool. Finde ich super, ist eines meiner Lieblingsthemen. Ich werde versuchen, Damen- und Frauenfußball aufzugreifen und werde dann die weibliche Variante davon machen. Und bin gespannt, super, wie du das machst, weil ich bin tatsächlich nervös. Aber mach weiter und ich mache mit und hoffe, dass es nur ein halb katastrophales Ergebnis sein wird.
Okay, ich guck mal da rein. Also wenn wir es dynamisch zeichnen wollen, wollen wir oft Szenen haben, wo die Kamera involviert wird. Also nicht wirklich, wir wollen nicht an die Kamera klopfen, wir wollen nicht einen Arm haben, der jetzt genau am Rand des Bildes irgendwie zu sehen ist oder so, ja. Und damit endet, das wäre ungünstig, sondern wir wollen alles schön im Bild haben, Full Body Shot idealerweise. Und wir wollen aber trotzdem Elemente haben, die näher an uns dran sind. Und da kommt es zur dynamischen Vorverkürzung und da wird das Ganze schwierig. Das heißt, wenn ich eine Figur habe, ich mache jetzt mal eine Gestenzeichnung, schöne diagonal-horizontale Hauptkompositionsachse, leicht gebogen. Ich setze einfach irgendwo einen Kopf hin und sage möglicherweise ungefähr hier, könnte auch ungefähr da sein. Ich habe eine Hand, die geht irgendwie nach vorne, das ist cool, da soll eine Hand sein. Und dann habe ich hier irgendwo den Brustkorb und dann habe ich da irgendwo eine Hüfte und da sind irgendwie Beine dran und hier ist irgendwie noch ein Arm. So, da habe ich schon mal was. Das sieht schon mal nach irgendwas aus, ist aber noch sehr, sehr hanebüchen und ist vielleicht noch nicht ganz ideal. Vielleicht will ich das Ganze noch ein bisschen tilten irgendwie, dass das noch interessanter wird. So wird es schon mal ein bisschen mehr draus, dem nicht zu viel Headspace geben. Ne? Wenn das hier unten passiert, dann ist hier oben irgendwie toter Raum, das wollen wir nicht. Sondern schön die Figur selber inszenieren. Was hierbei jetzt schon passiert, das ist Overlap, ne? Überlappung. Ich habe das Oval vom Kopf ist schon mal über dem Brustkorb und so, das ist schon mal richtig klasse, weil wir wollen immer Sachen überlappen haben. Überlappung bedeutet Dreidimensionalität und das ist wirklich das Name of the Game hier. Das bedeutet, wir haben hier eine Faust oder eine Hand, wir haben hier einen Unterarm und wir haben hier einen Oberarm und die sind alle übereinander. Und wenn ich jetzt einfach die Linien schon wegnehme, dann wird das schon eine Ecke dreidimensionaler, das Ganze. Ne? Und wir haben in unserer anderen dynamisches Figurenzeichen-Session über das Röhrenmännchen geredet und darüber, dass bei so einer Figur im Endeffekt alles irgendwo aus Röhren bestellt. Ich mache mal eine neue Ebene auf und das bedeutet im Endeffekt, so ein Oberarm ist nichts anderes als eine Röhre, sowas in der Art. Und wenn ich das zeichnen kann, habe ich eigentlich schon gewonnen. Wenn ich jetzt noch in der Lage bin, das mit Perspektive zu kombinieren, das bedeutet, diese Röhre hat eine Öffnung, die groß ist und eine Öffnung, die klein ist und dann konvergieren Linien plötzlich. Und dann habe ich eine dreidimensionale Röhre oder einen dreidimensionalen Kasten, wenn ich es jetzt eckig machen möchte. Und schon wird das Ganze dreidimensional und interessant. Ich habe dann auch die Möglichkeit zu sagen, oh, Licht kommt von oben, das heißt, die Unterseite ist relativ dunkel oder diese Seite ist auch vom Licht abgewandt. Wir kennen das alle, Plane Change is Value Change. Das bedeutet, wenn ich einen Kasten habe und da ist eine andere Fläche dran, die sind unterschiedlich voneinander beleuchtet und selbst wenn ich nur schwarz-weiß habe, kann ich so Dreidimensionalität erzeugen und Schatten berechnen. Das ist also schon mal gar nicht schlecht. Das möchte ich also gerne haben. Und ich möchte das haben für meinen Oberarm, für meinen Unterarm und gerne auch für meine Hand. Naja, momentan, wenn die Hand eine Faust ist, ist sie halt so ein Kreis. Oder im Idealfall zum Beispiel, wenn wir wirklich eine Faust machen wollen würden, dann würden wir sagen, das ist ein Kasten. Ne? Und dann mache ich noch einen Kasten dran und schon habe ich eine Faust. Wenn ich das unterteile, ist schon fertig. Das ist schon die Grundform einer Faust. Das ist schon mal ganz nett. Für Klaus ist es aber nicht dynamisch genug. Klaus möchte natürlich die Hand öffnen. Und da wird es schwierig, weil jetzt hat sich dieser eine Block, mit der Beleuchtung sehen wir das hier sehr schön, dieser eine Kasten hat sich plötzlich verwandelt in eine Quaderfläche mit Röhren dran. Die Finger halt sind jeweils drei kleine Röhren. Der Daumen ist zwei, die dritte ist in die Metacarpals, also das ist das Carpus, das Handgelenk, das hier sind die Metacarpals hier drin, integriert, also die 1, 2, 3 gibt es hier, ja. Und da wird das Ganze halt schwierig. Aber im Endeffekt sind das alles Röhren und das versuche ich jetzt als Beispiel einfach mal umzusetzen. Das Wort einfach ist natürlich gelogen. Nichts daran ist einfach. Das also wenn wir davor schon warm war, jetzt spitze ich richtig. Ich weiß so. Ja. Hände sind ja sowieso so ein schwieriges Thema. Weißt du, da brauche ich eine Vorlage. Das wird sonst nichts. Oh ja, das ist natürlich auch super. Eine Vorlage sollte man sich auch nehmen. Das kann ich auch nur empfehlen, je länger ihr wirklich Zeit in die Arbeit investieren wollt. 10 Minuten Skizze mit Klaus, kein Problem, hingekrakelt, das geht so aus dem Kopf. Aber wenn ich das jetzt in Keyframe verwandeln wollen würde, der es wirklich in sich hat, den würde ich auch mal Referenz für eine Hand nehmen. Das Tolle ist, man hat immer zwei Referenzen mit dabei. Dann kann man sich eine aussuchen und zeichnet einfach die andere Hand ab, macht ein Foto davon oder online findet man Ressourcen. Das ist halt super.
Ich habe hier also Röhren und der Oberkörper, der ist ein bisschen komplizierter. Das sehen wir hier auch schon in der Illustration drin, die ich damals gemacht habe, dass der Oberkörper im Endeffekt so ein Block ist, so einer, ein bisschen schräg im Raum ist das Ganze. Und wenn wir den jetzt abrunden, dann ist das im... Ups, jetzt kam ein Warnsignal, das wollte ich nicht. Dann haben wir hier eine Öffnung für den Hals, haben hier ein Brustbein und haben hier auch eine kleine Öffnung drin. Und wenn ich jetzt hier noch oval eine Öffnung reinzeichne und wir nehmen hier oval noch eine Öffnung an, dann haben wir schon den Brustkorb, wie er eigentlich funktionieren soll. Und wenn ich das Ganze von der Seite zeichne, ist da oben die Öffnung. Hier ist das Sternum, das Brustbein. Und hier ist die Öffnung der Rippen. Und da ist der Seitenkasten. Und hier habe ich das Torso-Element hier unten drin. Und das ist im Endeffekt nichts anderes als ein Oval. Das ist einfach so ein Ding. Und das connectet dann wiederum die Hüfte. Und die Hüfte ist halt dieses elegante, leicht geschwungene Teil. Wie so eine Badehose kann man sich das vorstellen. Und hier kann man auch wieder reingucken, theoretisch, wenn da eine Öffnung wäre. Und von der Seite sieht das so aus. Hier ist die Badehose. Fertig. Und dann kommt hier wieder eine Röhre dran, natürlich, weil Beine sind Röhren. Das sehen wir hier auch schon sehr, sehr stark. Und die gehen natürlich nach unten. Ne? Der Fluchtpunkt ist, die Horizontlinie ist sehr weit oben. Und deswegen gucken wir runter auf die Beine. Deswegen können wir in die Beinröhren reingucken. Weißt du, was ich super gern vergesse? Den Mittelteil. Diesen Mittelteil? Ja. Ja, der ist sehr wichtig. Und im Endeffekt halt ein großer, ne, für den Brustkorb, ein kleiner für den Mittelteil, dann wieder eine Hüfte bitte. Und jetzt male ich das super schlecht in Quadern. Ne? Aber dreidimensional wird dann plötzlich eine Box da draus. Und die zweite Box, die male ich jetzt mal dunkel, von der ist weniger zu sehen, weil die da drunter ist. Da müssen wir mutig sein und weniger hinzeichnen. Das verkürzt sich halt. Und jetzt kommt die Hüfte dazu. Und dann kommen die Beine dazu. Ich mache es jetzt mit Quadern alles. Ich mache es jetzt nicht mit Röhren. Mit Röhren ist natürlich viel eleganter. Ihr zu Hause könnt Röhren zeichnen. Macht es besser als der Klaus hier. Und obendrauf baue ich wieder eine Röhre für den Kopf zum Beispiel oder ein Quader für den Kopf. Und wir sehen, diese Überlappungen erzeugt super viel Dreidimensionalität. Und wenn ich dieses Röhrenmännchen jetzt weiterbaue, ich schiebe das mal ein bisschen nach oben, dann sehen wir sehr gut, wie das mit dieser viel fertigeren Skizze halt zusammenhängt. Ich muss immer die Verkürzung im Kopf behalten dabei. Ist jetzt sehr, sehr schnell gemacht. Es gibt Versionen, die streckt möglicherweise den Arm aus und hebt irgendwas auf oder lässt es fallen. Wie auch immer. Damit kann man dann spielen. Das ist also unsere... Scusi, das hier ist also unsere Grundform. Dieser Kastenmensch ist unser Grundsystem, über das wir nachdenken. Und wenn ich das jetzt auf meinen Sportler transferieren möchte, und das möchte ich natürlich, dann weiß ich, dass möglicherweise dieser Kasten vom Brustkorb, der ist auf eine bestimmte Art und Weise ausgerichtet. Welche Seite davon sehe ich jetzt? Die Wahrscheinlichkeit ist halt eher, dass ich möglicherweise diese hier sehe, weil die Figur halt Superman-mäßig nach vorne springt und was greifen möchte. Darunter mache ich den kleinen Kasten für den Torso und dann komme ich mit der Hüfte. Und da wird es jetzt auch immer komplizierter, weil diese Figur geht jetzt auf einen perspektivischen Fluchtpunkt zu. Und dieser Fluchtpunkt ist möglicherweise irgendwo da hinten. Wenn dieser Fluchtpunkt wirklich der hier ist, und die Figur von dorthin springt, dann müssten diese ganzen Linien auf den Fluchtpunkt konvergieren. Und das würde ich jetzt an dieser Stelle nicht unbedingt machen. Die Problematik ist halt auch zu wissen, dass der Oberkörper durchgebogen ist beim Springen. Also wenn ich das Ganze von der Seite zeichne, dann wäre das, weiß ich, ob man das sehen kann. Wenn also jemand springt, dann macht er den, hier ist der Kopf, hier ist der Arm ausgestreckt, der will irgendwas greifen und der Oberkörper geht ja sehr stark nach vorne und hier ist dieser kleine Torso-Bereich und hier gehen die Beine nach hinten. Und wenn ich jetzt eine Kamera habe, die hier oben ist und diese Figur filmt, dann sehe ich von dem Torso super wenig, weil der verdeckt wird durch diesen ganzen Oberkörper. Und ich sehe auch viel weniger von den Beinen. Wenn er jetzt ein Bein ausgestreckt hat, so ein kleines bisschen, dann sehe ich durch die Kameraperspektive den Oberschenkel ein kleines bisschen und ich sehe vielleicht sogar durch die Kameraperspektive noch ein kleines bisschen was von dem Fuß.
Und so kommt es sehr oft zu diesen Superheldenbeinen. Und zwar sieht man hier einen Oberschenkel und dann sieht man hier so ein bisschen von dem Fuß. Und hier sieht man möglicherweise den Oberschenkel, den Unterschenkel und den Fuß. Ich kann schwören, ich mache komplett das Gleiche. Bei mir sieht das vollkommen anders aus. Ich habe mich ja auch wirklich nur auf das konzentriert für viele Jahre. Dafür kannst du Grafikdesign und Illustrator und dabei wollen wir mich lieber nicht sehen in der Masterclass. Das, da bin ich zu feige dafür. Mel geht hier mit Mut voran und das ist einfach klasse zu machen. Aber es ist auch schwer zuzuhören und gleichzeitig zu zeichnen. Ja, vor allem, was wirklich beeindruckend ist, zu sehen, wie schnell du das hinkriegst und ja, wie perfekt das einfach schon nur mit diesen geometrischen Formen ist. Für alle, die im Chat jetzt gerade das, mit dabei sind und dazu zeichnen und Fragen haben, stellt erstmal eure Fragen und ladet auf jeden Fall eure Versionen bei Discord hoch. Wir schauen uns das gerne an. Den Link dazu findet ihr in dem kleinen Infotab oder unter dem Video. Ich kann jetzt sozusagen da reingehen, das ist jetzt mehr so ein Superman als ein Sportler, aber ich möchte halt lieber so einen Fußballer zeichnen, der versucht, den Ball davon zu verhindern, ins Tor zu gehen, den Torwart zu zeichnen. Wir haben jetzt gesehen, ich habe hier eine Röhre eingebaut, ne? Und hier habe ich noch eine Röhre eingebaut und da habe ich hier noch eine Hand reingebaut. Das ist mein Shorthand für eine Hand. Jim Lee macht das so ähnlich, nur viel besser als ich. Aber wir sehen hier zum Beispiel auch schon die Achsen. Ne? Das ist hier eine Achse, das ist da eine Achse und selbst die Hand hat auch eine Achse. Und wir haben immer diese ganz kleinen Ankle Break Points da drin, diese Winkelbrüche sozusagen, wo sich immer irgendwas so ein bisschen abgeneigt ist, damit es halt dynamischer aussieht. Und das mache ich hier natürlich auch sehr, sehr gerne. Jetzt sehen wir schon, hier ist eine Röhre, die ist echt hoch und die ist irgendwie über diesem Kasten von dem Brustkorb. Und da kommt natürlich da sind wir wieder. Gerade hat noch alles funktioniert, dann haben wir mit dem wunderbaren Stream die Connection gebrochen oder keine Ahnung, das Internet zum Explodieren gebracht. Klaus, du warst dabei zu erklären, wie sich eine Faust verhält, je nachdem, aus welcher Perspektive man drauf sieht. Auf die Wahrscheinlichkeit jetzt nochmal wiederhole, wie gesagt, wenn die Faust halt weit weg ist von der Kamera, dann ist die sehr, sehr klein und je näher die an die Kamera kommt, wird die riesengroß. Irgendwann ist die größer als mein Kopf und das nennt sich halt dynamische Vorverkürzung und das hat mit dieser Abstraktion zu tun, wie nah das Objekt an der Kamera dran ist, nicht wie nah das Objekt an anderen Objekten in der Picture Plane, in dem Bild wirklich dran ist. Und das muss man wissen. Das muss man auch wissen, wenn man sich Referenzen besorgt für ein Bild. Weil wenn man eine Referenz nimmt, wo eine Figur zum Beispiel nah an der Kamera ist und die Faust ist riesengroß und man malt diese Figur dann in genau den Proportionen von dem Bild ab, packt die aber in ein Bild, wo sie weit weg ist von der Kamera, dann sieht das aus wie eine Figur mit einer riesigen Hand. Das ist nicht das, was wir illustrieren wollen. Ja, ja, kenn ich zu gut. Meistens ist bei mir der Kopf, der leider so ein Stück zu groß wird. Aber wenn man es weiß, kann man dran arbeiten. Das war bei mir auch mal so. Ich habe mal für einen Lego-Spot illustriert, Storyboards. Und danach habe ich das Projekt gewechselt und habe ich plötzlich Lego-Männchen-Proportionen gezeichnet. Das war höchst interessant. Ich gucke mal, ob ich das hier ein bisschen runterdrehen kann, das Ganze. Ich mache jetzt wieder eine neue Ebene auf, weil Photoshop. Auf Papier ist das Ganze natürlich, da wird es halt langsam krakelig, ne? Ich mache jetzt eine super schnelle Skizze, weil wir haben nicht mehr viel Zeit. Und ich fange mal mit dem Kopf an. Das ist nicht eigentlich unbedingt das, was man machen sollte, aber der Kopf ist oft natürlich sehr ausdrucksstark. Wir sehen, das ist im Endeffekt eine Röhre, deswegen ist diese Linie konkav. Der guckt halt leicht runter, der ist sehr konzentriert und versucht halt den Ball zu fangen. Ich mache so ein bisschen Manga-Style, weil das ist cool, so habe ich auch angefangen. Versucht den zu greifen und ich male ihm mal seinen Mund da rein. What? Ich will das doch haben. Der Kopf ist jetzt sehr, sehr klein, deswegen in Photoshop-Steuerung T mache ich ihn einfach ein Tuck größer, kein Problem. Und wir sehen, wir haben den anders gewinkelt. Ne? Also der ist nicht im selben Winkel wie der Brustkorb. Wenn der Brustkorb denselben Winkel hat, wird das Ganze sofort wieder steif. Ich tilte das ganz leicht anders, ganz viele Ankle Breaks rein und dann wird das ganz interessant. Allerdings
gerade für einen Manga-Style wollen wir die Köpfe auch noch ein bisschen größer haben. Jetzt weiß ich, dass hier zum Beispiel eine Schulter drin ist. Hier ist der Oberarm, der Ellenbogen ist wahrscheinlich ein kleines bisschen hoch, weil die Figur versucht, diesen Ball zu greifen, der gerade durchs Tor kommt. Ich mache jetzt hier eine sehr dynamische Linie rein. Ich weiß ja schon, dass ich dem Mann ein Trikot gebe. Und das Trikot fliegt natürlich zur Seite. Das heißt, die Öffnung des Kragens ist ein kleines bisschen versetzt. Das hier wäre jetzt der Brustkorb und der Kragen ist versetzt, ganz einfach, weil er durch die Gegend springt. Hier würde man Schlüsselbein sehen, das wäre jetzt verdeckt. Und das Tolle ist, der trägt ein Trikot und das Trikot kann ich ihm auch anmalen. Und da kann man hier so ein kleines bisschen reingucken in das Trikot. Und wir haben sehr viel Drapery drin. Natürlich ist hier irgendwie ein cooles Logo mit drauf oder so. Ne? Und hier fliegt das Trikot natürlich auch auf und wird groß. Hier auch. Und jetzt fange ich an, ein bisschen Anatomie reinzubauen. Und jetzt kommt hier noch eine Hand hin. Diese Hand muss groß werden, damit das sehr, sehr dynamisch und sehr, sehr interessant aussieht. Hier habe ich jetzt das fliegende Cape. Wir sehen ein ganz bisschen vielleicht hier seinen Bauchnabel. Und versuche jetzt hier eine Sporthose reinzuzeichnen. Dieses Bein haben wir gerade gesehen sozusagen. Das könnte auch nach vorne gehen, wie bei dieser hechtenden Figur hier illustriert. Dass das eine Bein ein bisschen nach vorne geht. Das finde ich halt interessant. Und das würde ich auch übernehmen. Wie stark das jetzt nach vorne geht, ob das jetzt gerade runter geht in der Realität oder wirklich nach vorne, das muss man dann, ja, da muss man ein bisschen Gefühl für haben, da muss man ein bisschen gucken, gerne auch viel Referenz nehmen. Wir geben ihm mal ein ordentliches Sportlerknie hier. Hat schon ein paar Rasenspuren da dran und darunter ist der Schuh, schwarzer Sportschuh. Ja, voilà. Captain Tsubasa oder wie hieß die Serie noch damals? Keine Ahnung, ich kenne die Kickers, das war's. Kickers, ja, ich glaube, die gab's auch noch. Ja. Immer dramatisch, auch immer über so einen Hügel gelaufen. Ne? Das, ja, weil das konnte man gut animieren, das ließ sich, das war sehr, sehr günstig zu animieren. Das hatte mit sehr, sehr extremer Vorverkürzung zu tun und Perspektive, ja. Okay, ich sehe gerade, dass ich wahnsinnig viel im Chat verpasst habe. Da geht es nicht darum, wie man am besten Figuren positioniert. Und das, da gibt es Optionen mit einer Modellpuppe oder auch 3D-Modelle. Oder natürlich, ja, wie du schon gesagt hast, gibt es ganz viele Sources für Fotos mit echten Menschen drauf, die natürlich auch sehr hilfreich sind. Absolut. Und wir wissen immer, wir wollen der Figur sozusagen, also wir... Das haben wir in dem anderen Workshop gemacht, den ich nur zu stark empfehlen kann, den wir gemacht haben zum dynamischen Figurenzeichnen, wo wir halt die Ringel sehen auf der Röhre. Dass wir immer genau wissen, wo wir sind. Wir wollen nicht eine Röhre zeichnen von der Seite, weil da sind nämlich alle Ringellinien dann horizontal oder vertikal. Wenn ich ihm jetzt zum Beispiel ein Schweißband gebe, diesem Sportler hier, dann sehe ich, diese Ringe sind entsprechend gekrümmt, entsprechend der Röhre, die wir haben. Hier ist die Röhre eingezeichnet daneben. Und hier ist das Schweißband, hier ist der vom Verein drauf und hier vorne ist natürlich auch ein Schweißband, das packen wir auch damit dazu. Immer ein bisschen größer natürlich als die wirkliche Anatomie. Und hier kann man auch so ein ganz bisschen Textur drauf zeichnen, ein bisschen Rendering mit reinbringen. Dann sieht es interessant aus, hier hinten würde ich da weniger rendern, weil das sieht man einfach schon nicht mehr. Aber das ist Rendering, das Rendering mit Linien, das ist ein anderes Thema für eine andere Session. Hier ist natürlich ein Logo. Und das so und so viele Sachen gewonnen und hier mal ein paar Linien drauf von einer Sportmarke, die wir nicht nennen müssen. Und jetzt würde ich anfangen, ein kleines bisschen Licht und Schatten mit reinzubringen, um die Dynamik zu geben. Aber das Interessante eigentlich ist jetzt die Hand. Die sollte nämlich offen sein. Ich verschiebe ihn jetzt ein kleines bisschen, weil ich mehr Platz brauche für diese offene Hand. Und die zeichne ich jetzt ein. Ich öffne die und weiß natürlich, dass meine Haupthandfläche leicht gebogen ist. Deswegen kann ich halt so einen Facehugger, so einen Greifer machen mit den Fingern. Ja, die sind sehr sternenförmig, gehen die auseinander. Und das hat natürlich hier eine Öffnung. Das heißt, mein Daumen kommt aus der Öffnung raus. Hier ist die Öffnung für die Hand. Das wäre diese Handinnenfläche. Die sehen wir aber gleich nicht wirklich. Deswegen nehme ich die jetzt mal wieder weg und habe das nur angedeutet mit ganz leichten Linien. Hier kommt die Röhre vom Daumen nach vorne. Deswegen ist der Daumennagel auch so entsprechend, weiß ich genau, wie der Daumennagel gehen muss, weil das ja eine Röhre ist und da ist ein Nagel drauf und dann muss der eben so sein. Hier habe ich jetzt 1, 2, 3, 4 Öffnungen für die Finger und die kommen in unterschiedlichen sternförmigen, ich krakel das jetzt mal so zusammen,
kommen die hier raus. Die überlappen sich auch ein bisschen. Und man sieht zum Beispiel, ich fange jetzt mit den Fingerkuppen an. Ne? Und das ist auch so, wie ich damals, also wie ich vorhin angefangen habe, diese Figur zu komponieren, nämlich mit der Faust auch vorne. Ihr erinnert euch noch, wenn ihr zurückspult, seht ihr das, ich habe mit der Hand angefangen. Weil im Endeffekt entscheidet die Handposition nicht unbedingt die Ellbogenposition. Da kann man immer noch ein bisschen variieren, aber die Hand muss an der richtigen Stelle sein, um diese Dynamik halt zu geben. Und jetzt kann ich hier reingehen und kann die Finger dementsprechend reinzeichnen. Drei Gelenke haben wir gelernt. Wichtig sind die Fingernägel, dass wir die sehen. Und das geht hierhin. Hier, ne, da ist es ein bisschen tricky. Und das sehen wir, wenn wir uns Hände genau angucken. Oft, wir sehen jetzt zum Beispiel, wie mein Ringfinger über dem kleinen Finger ist. Ne? Ich habe den kleinen Finger, der verdeckt den so ein kleines bisschen. Der wird erst sichtbar, wenn ich den mehr von der Seite habe. Aber wenn ich den mehr von vorne habe, dann ist da sehr schnell vom Ringfinger eine Überdeckung zum kleinen Finger hin. Das sind so Sachen, die merke ich jetzt so gerade. Das wusste ich gar nicht. Aber das ist sehr oft der Fall. Ich lerne selber was bei Adobe Live und das finde ich immer cool. Klaus, ich merke jetzt schon, ich sehe meine eigenen Fehler. Ich weiß, dass ich habe sofort die Perspektive verlassen. Wenn du deine eigenen Fehler siehst, ist das gut. die zu korrigieren ist dann halt leider die Arbeit und da wird es halt ein bisschen trickiger. So, ich sag mal so, wir haben noch so 5-6 Minuten. Ich bringe jetzt mal ein bisschen Licht und Schatten mit rein, um das Ganze ein kleines bisschen einfacher zu machen vom Read her, also von der Lesbarkeit der Illustration. Bringe ich das hier einfach mal in Schatten. Da sind natürlich überall die Kameras. Das sieht jetzt nicht wirklich aus wie ein Torwart, weil der hat keine Handschuhe an. Aber das ignorieren wir jetzt mal. Und durch ein paar Dunkelheitslinien habe ich gleich eine bessere Idee, wie sich die Figur im Raum befindet. Und diese Licht- und Schattenberechnung kann ich nur dann richtig machen, wenn ich auch die Röhren und die Quader korrekt eingezeichnet habe und ich weiß wirklich, was da eigentlich in diesem Moment passiert. So, das ist schon mal ganz nett. Und der springt jetzt irgendwie durch die Gegend und im Hintergrund könnte ich jetzt zum Beispiel perspektivisch sagen, ich baue da ein Tor hin. Und ein Tor, Fußballtor, auf eine andere Ebene gebaut, sieht halt im Endeffekt so aus. Das wissen wir alle, das ist ziemlich leicht. Ja? Aber das ist natürlich nicht dynamisch. Und wenn ich das dynamisch haben will, dann ziehe ich das hoch und zwar to the max am besten. Und ich muss das nicht komplett im Bild haben, dieses Fußballtor. Also dieses musste natürlich perspektivisch auf den Fluchtpunkt gehen. Und komprimiere ich das hier ein kleines bisschen und ziehe das einfach riesig groß. Diese oberste Linie stimmt jetzt nicht mehr ganz richtig. Ich muss mir da jetzt was ausdenken. Wir sehen auch, dass es ein bisschen schwierig wird, das auf diese Art und Weise zu machen, aber das ist die Idee von dem, was ich jetzt machen werde. Und zwar würde ich sagen, pass mal auf, ich baue hier ein Tor ein, also eine, wie heißt denn das? Eine Latte? Ein Pfosten. Ich baue einen Pfosten ein. Mal ich ein bisschen Gras hin. Hier oben sehen wir, dass dieser wichtige Punkt, dieser wichtige Interaktionspunkt, ist halt der, wo ich sehe, hier ist Perspektive drin, hier ist die Kante. Das ist super wichtig für mein Tor. Und die zweite Kante, das kann ich theoretisch sogar jetzt sagen, ja, das baue ich einfach hier ein. Natürlich riesengroß, aber wir verstehen alle, was das ungefähr ist. So viele Optionen gibt es im Fußball ja glücklicherweise nicht. Ja, das ist ein sehr einfaches Objekt. Wenn wir so ein einfaches Objekt haben, müssen wir das nicht komplett zeigen. Das ist generell so ein, so eine Intention, die der Anfängerzeichner hat. Ich möchte alles reinzeichnen. Das heißt, wenn ich den Torso erkannt habe unter meinem Brustkorb, dann möchte ich die noch reinzeichnen. Wenn ich weiß, das ist eine Hüfte, möchte ich die reinzeichnen. Aber vielleicht ist die Hüfte gar nicht zu sehen tatsächlich. So. Ach du liebe Zeit. Ich weiß, ich muss dir das jetzt bald schicken und ich Herrschaftszeiten. Ja, das war jetzt sehr, sehr viel. Und wenn du überhaupt was hingekriegt hast, bin ich schon beeindruckt, weil ich habe so viel geredet und dich abgelenkt und du musst dich auch noch über den Chat kümmern. Das ist schon nicht leicht. Ich baue jetzt hier ganz kurz noch das Netz ein. Da, 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 da.
Wir sehen diese Netzlinien, ne, konvergieren alle auf den Flochtpunkt. Wow, und dadurch wird es plötzlich dynamisch. Die gehen natürlich hinten, kommen die irgendwo wieder lang. Und hier ist natürlich die Linie, die müsste ich jetzt mal, die fake ich jetzt mal. Oh nee, das geht gar nicht. Das muss viel größer werden hier. Meine Güte, wir sind viel zu nah dran. Wir sind viel zu nah am Boden. Oh mein Gott, raus. Funktioniert das? Muss ich mal kleiner machen. Wow, das ist eine starke Forced Perspective. Ich habe schon ein bisschen übertrieben, muss man schon sagen. Aber ich glaube, die Grundidee kommt rüber. Boah, ja, das ist krass. Wie schön. Der versucht, den Ball zu kriegen. Und der Ball ist aber irgendwie, keine Ahnung, der ist hier durch die Gegend geflutscht. Ja, ich bin beeindruckt. Der Wahnsinn. Wenn ich jetzt noch den Filter nehme mit Verzerrungs... Nein, nicht Weichzeichnergalerie, Weichzeichnungsfilter, Bewegungsunschärfe. Kann ich den noch verschieben? Schau mal kurz in den Chat. Katrin ist auch beeindruckt. Sie sagt, was du eben mal so hinlegst, ist echt der Wahnsinn. Und Ruth sagt, bei offenen Händen muss man aufpassen, wie die Finger miteinander agieren. Ja. Oh, oh yeah, oh yeah. Und hier hinten ist natürlich irgendwo, ups, hier habe ich das mal ein Strom. Ich habe die falsche Farbe ausgewählt. Hier hinten ist natürlich dann der Tilted Horizon, den sehen wir hier, ne? Und hier wären natürlich irgendwo die Bandenwerbung. Also hier käme natürlich irgendwo die Flagge, die wäre wahrscheinlich direkt hinter ihm. Das wird ein bisschen schwierig, sieht so aus, als wenn es aus seiner Pobacke rausguckt. hier wäre irgendeine Bandenwerbung und dann wäre hier natürlich das ganze Stadion mit den Tausenden von Fans drin und das Dach würde sich hier wölben und ne, dann wäre hier sozusagen diese ganze Atmosphäre und tausend Blitzlichtgewitter gehen hier los. Oh, die kann ich jetzt in weiß einzeichnen, weil das natürlich toll ist, weil ich habe ja auf grau gezeichnet, dann machen wir hier einfach ganz viel Helligkeit hin und kriegen jetzt schon eine Idee, wie das ist eine Abendszene natürlich, dass das Stadion ist erleuchtet. Und wenn ich jetzt noch irgendwie als Scale Cue, um zu gucken, so wow, da sind andere Spieler auch noch mit dabei, die packe ich noch in den Hintergrund und die sind einfach zu spät dran, die anderen Spieler. Die schaffen es nicht mehr. Und das wäre jetzt vielleicht eine ganz interessante Szene zu illustrieren und da mal reinzugehen und zu sagen, okay, ich korrigiere jetzt mal die ganzen kleinen Fehlerchen und räume das ein bisschen auf von der Sauberkeit her und gucke einfach, was ich da rausziehen kann. Aber das ist jetzt halt eine 15, 20 Minuten Skizze. Wenn wir da allerdings 2 Stunden reinstellen, dann wird da auch ein Schuh draus sozusagen. Und dann haben wir eine bestimmte Dynamik. Ich würde sagen, ich schicke dir mal ganz schnell, was ich habe und du schaust dir mal an, welches Plan du verwenden kannst. Ja, krass, allein schon mit dem grauen Hintergrund und mit dem nochmal, wo du Licht nochmal stärker einsetzen kannst, da wird das Ganze viel, ja, auch dynamischer und viel perspektivischer. Ich öffne schnell mal dein Bild. Oh ja, das ist ja so ähnlich wie meins. Mann, cool. Ja, ich habe versucht, mit dir mit zu illustrieren, weil ich gemerkt habe, dass wenn ich was Neues ausprobiere, dann ja, sieht man sofort, dass es in eine komplett andere Richtung geht. Und ja, das ist der Versuch, jetzt da mal was Ähnliches hinzukriegen wie du. Klasse. Ich mache das einfach mal ganz schnell auf. Yes. Ja. Okay. Ruth sagt im Chat gerade, ruckzuck hast du schon eine Geschichte. Ja, ein bisschen Licht, ein bisschen Perspektive, eine dynamische Figur, easy. Und Sean sagt, Klaus shoots, scores, Tor. Ja. Es ist ganz toll, das zu vergleichen. Also das ist das, was ich immer gerne hätte. Also wenn ihr Zeichnungen habt, die ihr unbedingt diskutiert haben wollt, schickt mir eine Private Message auf @storyboardklaus auf Instagram. Und ich diskutiere gerne eure Skizzen oder Illustrationen. Es muss schon relativ final sein, idealerweise auf Adobe Live. Hier sehen wir jetzt einen Unterschied zu meiner Figur. Der ist in ganz kleinen Sachen nur und die sind super winzig, aber sind halt relevant. Diese Figur funktioniert, ich weiß ja, was passiert, deswegen schon mal erfolgreich. Was wir auch haben, ist der vordere Arm. Der linke Arm von der Figur geht nach vorne und das rechte Bein, das ist korrekt. Ne, das ist halt, wie man am besten springt. Oder wenn man aus dem Laufen halt springt und was greifen will. Das hier gefällt mir auch gut. Ne? Hier haben wir halt das, aber es sind hier bei dir sozusagen nur 2 Planes, die du gemacht hast. Du hast diese gemacht, ne? Und du hast so eine gemacht. Und ich habe da 3 drin. Das ist der Unterschied. Das ist der einzige Unterschied im Endeffekt. Ich habe da 3 drin und du hast hier nur 2 sozusagen, die angedeutet worden sind.
ich nehme mal das Rot weg, das sieht so aggressiv aus. Wir sind auch friedlich hier. Ist das schon, ist gut, mit einem Rotstift drüber gezeichnet. Und lass mal sehen, was ich noch richtig oder falsch gemacht habe, sozusagen. Also das hier, der Arm ist auch cool geworden, ne? Der hat eine Achse, zwei Achsen, das ist nur ein Punkt, ne? Das ist so ein bisschen zu rund, deswegen ein Punkt, hat keine Richtung, wird schwieriger. Bei mir sieht man ganz, ja, sieht man auch nicht so, aber man sieht eine ganz kleine, eins, zwei, drei. Also würde ich sagen, das hier ist halt so ein bisschen ein Oval in die Richtung, also ein ganz kleiner, dieses Handgelenk, dieser Abbruch, dieser Ankle Break, der ist super wichtig. Aber hier ist es so, dass wir haben hier einen Kopf, der ist cool. Der ist in diese Richtung. Und allerdings ist der Brustkorb auch irgendwie in diese Richtung. Ja, das ist so ein bisschen unentschlossen. Und das ist halt dieses Kopf, selbe Richtung wie Brustkorb, ist immer sehr statisch. Und das passt nicht in diese Szene mit rein sozusagen. Und da ist auch die Drapery noch nicht ganz so informativ dazu, wie sich der Körper verhält, aber das ist gut, also das funktioniert hier. Ne? Die Gesamtlinie ist gut, ne? Das hatten wir. Hier ist es aber auch so, zum Beispiel, wir haben einen Block hier, zweiten Block hier und jetzt kommt der dritte Block, diese Hand ist halt, ja, die ist ein bisschen dynamischer, auf jeden Fall. Aber die ist halt auch hier, ne? Und das sind so eins, zwei, drei Punkte nacheinander und bei mir sind die halt ein Block, zwei Block, idealerweise drei Block, das ist schon wieder nicht so gut, aber dafür habe ich eine sehr dynamische, offene Hand, die lenkt davon ein kleines bisschen ab. Ne? Ich habe gar keinen Platz für die Gelenke gelassen. Das ist alles so eine Wurst. ja, ist bei mir auch. Ich male nur so zwei, drei Dinge hin und dann denken Leute, oh, das ist ein Ellenbogen. und was hier auch noch die Sache ist, ist so zum Beispiel, dass wir eine Horizontlinie haben, die halt hier oben ist. Ne? Ja. Das konvergiert hier irgendwo darauf, dieses Fußballtor. Und das ist die Problematik dabei, dass wir eine Horizontlinie haben, die sehr mittig im Bild sitzt und die uns einen guten Überblick gibt. Das ist eine sehr gute, neutrale Position. Und ich bin halt hingegangen und ich habe das Ding sehr weit unten reingesetzt. Ne? Oder besser gesagt, hier. Ich habe es relativ weit unten reingesetzt und leicht getiltet. Hier habe ich tatsächlich nochmal übertrieben. Also diese Linie hier ist theoretisch falsch. Die müsste noch stärker konvergieren, idealerweise auf den Fluchtpunkt. Ich glaube, dieses Element müsste einen Tuck höher sitzen, damit das von hier wirklich direkt auf den Fluchtpunkt geht. Dann wäre das besser. Und das geht ja in Photoshop relativ leicht. So. Ja, das ist der Vorteil von Photoshop. Das vermisse ich manchmal in Fresco ein bisschen, dass man tatsächlich Dinge so ganz, ganz einfach hin und her verändern kann. Da muss man eben auch wissen, was man ändern soll, um es besser wirken zu lassen. Ja, das ist es natürlich. Und jetzt die Frage, ob er perspektivisch hier noch reinpasst oder ob er eigentlich das Gras berühren würde in diesem Moment. Das ist, können wir es nochmal umdrehen, das Bild horizontal. Flippen ist immer ein guter Check, was da abgeht. Ja, sieht noch ganz okay aus, ist okay. Und natürlich super mega wichtig ist halt der Overlap. Die Hand geht über den Pfosten rüber und dann weiß ich zum Beispiel auch, wenn ich den Pfosten illustriere, dass diese Hand in diesem Moment einen Schatten werfen wird auf den Pfosten sozusagen. Wie der genau aussieht, ist denn zweitrangig, aber wir müssen wissen, dass da einer ist. Und bei deiner Illustration ist es so, dass die Hand bis zum Pfosten geht und da wäre mehr Overlap, wäre halt einfach noch geiler. Ja krass, selbst nur dieses kleine bisschen mehr macht schon so einen Unterschied. Das sind diese winzigen Sachen. Ich habe das neulich bei euch, dynamische Details, habe ich einen Workshop, eine Masterclass gegeben. Und das sind auch diese Details. Es geht nicht unbedingt immer um physische Details. So male ich ein Partikel noch mit rein oder male ich noch einen Grashalm mehr in die Ecke, sondern es geht darum, wo befinden sich die Details? Und da wird es frickelig. Ja, aber der Devil ist in the details, also der Teufel liegt im Detail. Da müssen wir, glaube ich, nochmal ran, Klaus. Wir brauchen noch eine nächste Runde. Ruth meint auch gerade, ich überlege gerade, ob die Hüftdrehung nicht anders sein sollte. Also bei mir vielleicht schon, das war alles ein bisschen unentschlossen. Bei Klaus finde ich es ganz gut. Aber gut, lad gerne was bei Discord hoch, dann können wir da nochmal drüber schauen, wie du das denn machen würdest. Klaus. Ich glaube, wir haben keine Zeit. Wir sollten für heute Schluss machen. Im Chat wird noch eine Wiederholung requested oder ein endloser Stream, weil wir alle so gerne zuhören.
Am liebsten würde Stefan 24 Stunden zuhören, wenn du streamst. Und Ruth meint, eine Stunde für Klaus, das ist Quälerei. Ja, eigentlich schon. Es stimmt. Hat trotzdem Ich entschuldige mich bei dir und beim Chat, weil wir nur so kurz gemacht haben. Aber wie schon gesagt, es sollte eine Wiederholung geben, sehr bald. Und Klaus, vielen, vielen lieben Dank, vor allem auch für das Feedback. Hat wahnsinnig Spaß gemacht. Und ja, gerne. danke an den Chat. Du hast mein gerade noch so viel gelernt. Das war der Plan von heute. Ich habe auf jeden Fall viel gelernt. Und die Woche geht es noch weiter mit Fotografie, mit Sophia und Sophie. Und am Mittwoch ist LWZ mit Animation und Illustration zu Gast. Also, wie man eine Illustration animiert. Und das Artwork heißt ab ins Wochenende. Also, kommt vorbei. Ab Mittwoch ist bei Adobe Live Wochenende. Klaus, es war ein Fest. Vielen, vielen lieben Dank. Wir sehen uns wieder. Auf jeden Fall. Bis bald. Schönes Wochenende. Ah, schöne Woche. Meine Güte, schöne Woche. Ah, ja. Wow. Cool.